so viel Neues, muss ich sagen, gibt es nicht, weil wir sind ja schon lange in der Branche und die Ziele, die wir haben, bieten wir auch schon seit einigen Jahren an, aber wir versuchen in diesen Ländern immer wieder was Neues zu entdecken. Und so haben wir zum Beispiel in Palau, bieten wir die Unique Dive Expeditions an. Das sind halt Fischaggregationen, die zu bestimmten Mondphasen zusammenkommen. Und da treffen sich zum Beispiel 1500 Büffelkopf-Papageifische, um abzuleichen, oder auch 70.000 Segelflossenschnapper. Und die Red Snapper sind auch in großen Massen da, aber die habe ich nicht gezählt, muss ich sagen. Das sind ganz tolle Reisen und man sieht auf diesen Reisen natürlich auch die normalen Tauchplätze von Palau. Ansonsten bieten wir an, ich glaube, das machen nicht so viele, Reisen nach Schottland. Klingt erstmal so, um Gottes Willen, da ist es ja kalt, ist es auch, aber das Land ist wunderschön und das sind kombinierte Reisen, bei denen man tauchen kann, zum Beispiel mit, und schnorcheln kann mit Riesenhaien, wo wir aber auch in den Lochs tauchen und wo man halt noch die Hebrideninseln besuchen kann und die Vogelwelt beobachten kann, also auch das ist halt eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und mit bei uns auf dem Stand ist die Miranda von einem ganz neuen Ressort in der Lembe Strait in Indonesien, das heißt Dive into Lembe. Und die haben halt nur 9 kleine Bungalows und die sind aber ganz schick im japanischen Stil gestaltet. Zum Beispiel hat man da einen Hot Tube, also ein sogenannter Onsen auf seiner Terrasse. Und wenn man nach dem Nachttauchgang zurückkommt, nach seinem 4. oder 5. Tauchgang am Tag, kann man sich dort ganz bequem mit seinem Getränk in eine warme Badewanne legen.